Eine Zeichnung ist etwas Prozessuales, also es ist etwas, was sich ständig in Bewegung befindet. Es hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Es beginnt irgendwo mit einem Gedanken, wird dann vielleicht zu irgendwas und spinnt sich dann aber im Gedanken von jemand anderem weiter. Also, dass ich teilhaben darf an genau dem Prozess, also mit dieser Prozess der steten Veränderung und mit dieser Veränderung, dass ich teilhaben darf an diesen unendlichen Möglichkeiten, die sich damit aufmachen. Zeit.